Über Magdeburg, irgendwo sind wir dann bei Nacht und Nebel losgezogen. Jeder von uns Kindern hatte was in der Hand, was man tragen konnte. Und meine Mutter und meine Tante natürlich auch und noch ein paar andere Leute aus dem Dorf. Und da sind wir Knall auf Fall über die Grenze und kamen in den, wie man so schön sagt, Westen. Und so sind wir nach Wesel gekommen zu Verwandten, die da auch ein Haus hatten. Aber leider hatten sie nicht so viel Platz für uns. Und da wohnten wir in einem Zimmer bei den Verwandten. Und zu essen gab es auch nicht so besonders toll. Da gab es eben diese gedrängten Wochenübersichten und so weiter, ne? Aber nicht so wahnsinnig viel und da mussten wir schon schwer kämpfen, denn mit geordneten Zuwendungen, also Renten und so weiter und so fort, das war ja alles noch nicht. Das spielte sich ja langsam erst ein. Und nach der Währungsreform, wo jeder angeblich nur 45 D-Mark hatte, am Abend hatten manche schon dreifach so viel oder noch mehr und andere hatten gar nichts mehr. Und meine Mutter war nicht die Frau, die auch so kaufmännisch rechnen konnte. Also was die dann in der Hand hatte, das wurde dann ausgegeben und nicht für irgendwas anderes verwendet, dass man da ein bisschen mehr spart. Aber sparen konnten wir eigentlich auch nicht. Nur ich hätte es irgendwie anders gemacht aus der Sicht von heute. Aber meine Mutter, die ist nicht diejenige gewesen, die kam sehr schlecht damit zurecht, mit diesen Verhältnissen. Denn die hat früher, sie konnte nicht gut kochen, das hat sie nie gelernt. Wir haben früher eine Köchin gehabt. Sie konnte schöne Handarbeiten machen und sie hat uns Kleider genäht. Aus Gardinenstoffen, so wie es da hängt, hat sie uns Kleider gemacht, meiner Schwester und mir. Wir waren immer wie aus dem Ei gepellt. Und meine Tante, die dann auch mit einem Engländer verheiratet war und auch in England wohnte, die schickte immer die dicken Pakete mit Schuhen und allem, was wir so brauchten, was meine Mutter nicht nähen oder stricken konnte, hat die dann geschickt. Wir kriegten gestrickte Sachen aus ehemaligen Zuckersäcken. Das Zeug hat gekratzt wie verrückt und ich bin da ein bisschen empfindlich mit der Haut. Ach, da habe ich gedacht, in meinem Leben trage ich nie wieder sowas. Ich kann schlecht immer noch Wolle am Körper vertragen. Also da ist noch immer so eine Empfindlichkeit. Aber die hat uns Strümpfe gestrickt, Handschuhe gestrickt, Unterwäsche gestrickt, Pullover gestrickt. Es war furchtbar. Aber wir sahen gut aus. Hübsche Muster hat sie dann da reingemacht. Das konnte sie gut. Aber sie konnte eben nicht so gut kochen und sie konnte auch nicht so gut mit dem Geld umgehen. Also es war eigentlich immer nichts da, wie man so schön sagt. Und das finde ich sehr traurig. Das ist meine einzige Erinnerung, die auch ein bisschen negativ ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat oder Erinnerungen hat, dann kann man daraus lernen, oder? Dass man sagt, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Und etwas sollte man sich so zurücklegen, dass man wirklich für die Not was hat. Und das sollte man sich immer vor Augen halten bei negativen Sachen. Was kann ich besser machen? Was kann ich besser machen? Gut, ich habe auch viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber leider immer nur andere. Nicht die Fehler, die ich schon mal bei anderen gesehen hatte. Da habe ich es richtig gemacht. Aber es fielen eben neue Fehler auf mich, leider Gottes. Und ich bin mal gespannt, wer von mir was lernt. Höchstwahrscheinlich niemand. Mein Sohn möchte nicht was von mir was lernen, denke ich.